Dann gehen wir an den Computer. Jetzt habe ich das Wort wieder vergessen. Shit. Ah, das ist aber auch gemein. Man kann leider nicht, während man im Computer ist, dann direkt nachschauen. Yenta. Okay, ich war mir nicht mehr ganz sicher. Ich hatte irgendwie Yenna im Kopf, aber Yenta. Okay. So, muss ich bloß mal hier um mein Mikro herumgreifen, um an die Tastatur zu kommen. Und damit sind wir drin. Hello, Robbie Russell Stone. Please choose an option below. Der Witz des Tages, bitte. Mosh was talking to his psychiatrist. I had a weird dream recently, he said. I saw my mother, but then I noticed she had your face. I found this so worrying that I immediately awoke and couldn't get back to sleep. I just stayed there thinking about it until 7 a.m. I got up, made myself a slice of toast and some coffee and came straight here. Can you please help me explain the meaning of my dream? The psychiatrist kept silent for some time, then said, "One slice of toast and coffee? Do you call that a breakfast?" Ah ha ha ha, das ist ja total, verstehe ich nicht. Also er hat es wahrscheinlich ist es nicht ungewöhnlich, dass man überall seine Mutter drin sieht oder so. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ist wahrscheinlich so eine spezielle Form von jüdischem Humor. Ich könnte mir vorstellen, dass der ziemlich speziell ist, der jüdische Humor. Dass man sich daran gewöhnen muss. Ich weiß es aber nicht. Ich habe bisher wirklich noch nicht viel mit Juden zu tun gehabt, deswegen stecke ich da auch nicht so drin. So, aber wir haben ja eine ganze Reihe an Mails, die wir mal abchecken können. Welcome to Ravnet. Mazel Tov. Welcome to Ravnet New York, the newest way to bring Jews together as a community. Our features are small but growing. Here's a list of what we currently offer. The mail feature allows you to send and receive email. The search feature allows you to search our data archive and of Jewish news, events and members. Können wir vorstellen, dass wir das noch brauchen. Everyone needs a laugh. Check out our joke feature for the best in Jewish jokes. On behalf of myself and the entire Ravnet team, thank you for joining and making our community stronger. Okay, also wir merken uns das mal. Ich denke mal, wir werden hier gleich nach dem Toten suchen müssen. Okay, Jay Kaplan. Hello, Rabbi Stone. I set up your account for you. Hopefully it'll work out okay for you. You can change the password if you want. Most people choose things like their mother's or their wife's maiden name, but I thought this was appropriate. Haha, Cantor Josh. Was war das gleich nochmal? Ach ja, der Busybody, genau. Okay, Al Schwartz, shocked. Dear Rabbi Stone, I have been a loyal member of B'nai Ben Zion for many years, but I can't bring myself to listen to your dark and gloomy sermons any longer. Times are tough enough for us Jews without you rubbing salt in the wound. Goodbye, Lisa Schwartz. Okay, also scheint er auch selbst schuld gewesen zu sein, dass keine Leute mehr bei ihm sind, weil er einfach ziemlich negativ eingestellt ist seinem Leben gegenüber und dementsprechend auch seine Predigten sind. Kann ich mir vorstellen, dass dann keiner mehr hingehen wollte. Na gut. Dave at WatchItEye Games. For the best in games and entertainment, visit www.watchitigames.com. Das ist übrigens der Publisher, den... Jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Dave Garner hieß er, glaube ich, ne? Also der Macher des Spiels, der hat diese Firma dann gegründet und hat damit sein Spiel gepublished. Ist vollkommen legitim, ja auch mal ein bisschen Werbung reinzubringen. Und Jay Brooks at Hotmail.com. What happened? Rabbi Stone, I'm sorry, but my family and I can't attend your services any longer. Your last few sermons have upset the children so much that it took several hours to calm them down. What happened to you? Jeremy Brooks. Also, unser Rabbi scheint Probleme zu haben. So, ich muss noch mal kurz rausgehen, weil ich leider nicht mehr weiß, wie unser Kandidat hieß hier. Achso, ich habe noch gar nicht gezeigt. Wir haben einerseits das Inventar und andererseits Clues, Hinweise. Da ist momentan aber noch nichts drin, okay. Dann, können wir wahrscheinlich jetzt erstmal noch gar nichts schauen, aber wir behalten uns das mal im Hinterkopf, dass wir hier Sachen nachschauen können. Gehen wir erstmal raus, würde ich sagen. Wow, Rabbi, what was that all about? Okay, es wird Rabbi ausgesprochen, da war ich mir auch nicht sicher. Ich hätte es ja eher Rabbi gedacht, aber okay, Rabbi, von mir aus.
Eine wahrheitsgemäße Antwort, eine rabbinische Antwort oder eine abweisende Antwort. Natürlich wieder die rabbinische, was sonst? Didn't I tell you to go home? Come on, Rabbi, I have to know who was killed. Josh, what did I tell you about listening at my door? I wasn't, Rabbi, honest. You were just... very loud. Huh. So who was killed? Was it that Lauder guy? Grudging response, wieder incredulous. Jetzt kann ich mal nachschauen, was incredulous eigentlich heißt. Moment, kurze Sekunde. Incredulous. Tippst du auch mal bitte hier? Ach, immer schön die Technik. Incredulous. Zweiter Versuch. Ungläubig. Eine ungläubige Antwort. Oder unglaubhaft. Das sind aber zwei verschiedene Sachen, Leute. Ach, die englischen Leute wieder, diese englischen Sprachler. Na gut, ich nehmen wir doch einfach mal incredulous. Also entweder ungläubig oder unglaubhaft. Nehmen wir mal eher ungläubig an. How do you know that name? Well, I heard you. Huh. We must have talked very loud. Well, yeah. So who is he? An old member of this congregation. Ah, that's too bad. Yeah, well, it happens to the best of us. Are you gonna pay a Shiva call? I don't think there will be a Shiva, Josh. Why? Shivas are for Jewish families. Just forget it. Alright, if that's what you want. I guess I'll go now. Yeah. Good night, Cantor. Night, Rabbi. Keine Shiva für den Verstorbenen. 10,000 Dollars. Less than 20 minutes ago, I had accepted defeat. The bank was going to foreclose on the property, and there was nothing I could do. Jack's money changed all that. The B'nai Ben Zion synagogue could remain open. I wouldn't have to see my life's work turned into a shopping mall or a parking lot. Has God answered my prayers? Vielleicht. The age-old question. What is the work of God, and what is the work of man? The money was a boon, there was no doubt about that. Ich glaube, Boon ist eine Wohltat. But it was blood money, and I couldn't believe God would work that way. I don't like it. Not one bit. Why, Jack? Why me? Why now? Das gilt's herauszufinden. They say God helps those who help themselves. And I had done absolutely nothing to get this money. I didn't trust it. Suddenly, the Candace words came back to me. A Shiva call. I can't just barge in unannounced. But I can pay a Shiva call. It's the only way. Oh, wirklich? Du rufst die Shiva jetzt nur aus, weil du bei denen mal zu Hause vorbeischauen und schnüffeln willst? Das ist aber mies. Okay, was war jetzt? Jetzt war ich gerade so mit Quatschen beschäftigt. Rechtes Klick, ja, das hatten wir doch schon. Aber es ist dasselbe mit Linksklick, oder? Wahrscheinlich war das gar nicht auf das da oben bezogen. Okay, schauen wir nochmal kurz. Just bills, lots of them. Ah, okay, es gibt zwei verschiedene Arten und Weisen. Ah, okay, what was I going to do with them, pay them? Dann können wir jetzt vielleicht nochmal hier einen Blick drauf werfen, auf die Poster. I had come across this quote some years ago and had decided to have it printed and mounted on the wall. It read, "If statistics are right, the Jews constitute but 1% of the human race. It suggests a nebulous dim puff of stardust lost in the blaze of the Milky Way. Properly, the Jew ought hardly to be heard of, but he is heard of as has always been heard of. Mark Twain." He is an... Wer ist denn hier? Achso, der Jude. Achso, der Jude im Allgemeinen. Ach, ich finde diese Bezeichnung so grässlich. Das ist genau wie in den alten Kriegen, wenn man immer der Russe kommt gesagt hat oder sowas in der Art. Das ist doch schrecklich, Mensch. Es sind doch nicht alle gleich, dass man die als eine Einheit ansehen kann. Na gut, war eben so damals. My Diploma vom B'nai Brith Yeshiva. Oh Gott, das ist doch der Schwierige. Has it really been 30 years? Tja, du bist nicht mehr jung, mein Freund. My Certification of Rabbinical Studies. It reads,
This is to certify that Russell Elias Stone has been granted the title of Rabbi, or the Rabbi, Verzeihung, by B'nai B'rith Yeshiva on the date of June 23rd, 1970. Können wir vielleicht jetzt auch hier in Crawlspace schauen? A small crawlspace used to store old records. Okay. My collection of rabbinical texts, prayer books, Judaic history and Harry Kemmelman novels. Wer auch immer Harry Kemmelman ist. Keine Ahnung. These boxes contained a small supply of Kiddush wine. Hat die Boxen wirklich nur für den Wein? Okay, warum nicht? Wahrscheinlich hat jeder Geistliche in seinem Hinterstübchen zwei Kisten rumstehen, die voll mit Wein sind. Ich weiß es nicht. Gut, aber dann können wir vielleicht nochmal einen Blick auf das Bild jetzt werfen. A color photograph of a B'nai Benzion youth group picnic. It was taken over 15 years ago. Most of those kids probably had families of their own by now. Tja, ist immer seltsam, wenn man dann so später drauf schaut und dann feststellt, wie sehr sich das geändert hat. Die Kinder sind selbst zu Erwachsenen geworden. Josh picked this computer up at a local yard sale. He said it would revolutionize my life. That hadn't happened yet, but it wasn't holding my breath. Okay, was muss ich denn jetzt machen? Ich habe leider nicht aufgepasst vorhin, weil ich gerade mit Quatschen beschäftigt war, wie das immer so ist. Ich schau mal kurz hier drinnen nach. Sind hier irgendwelche neuen? Nee. So, aber wir können... Ich habe leider schon wieder vergessen, wie der hieß. Ich kann jetzt nicht schauen, sozusagen. Ah, das ist aber gerade blöd. Habe ich eigentlich ein Telefon oder sowas? Nee, ne? Doch, hier wahrscheinlich, aber man kann es nicht anwählen. It wasn't the kind that opened. This window afforded me the thrilling view of the deli across the street. Deli? Ich glaube Deli, weil es kommt ja von Delicate. Okay, dann ist jetzt die Frage, was müssen wir tun? Ich will mal ganz kurz die Options anschauen. Okay, die sind sehr spärlich gehalten. Wir können übrigens auch hier sehen, hatte ich nicht den Sound ein bisschen runtergestellt? Ich dachte eigentlich. Ich weiß nicht, was der Kibitz-Mode ist, ansonsten gibt es hier nicht viele Einstellungsmöglichkeiten. Das ist halt so. So, okay, dann. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal raus, oder? Ich weiß jetzt leider nicht mehr den Namen von dem Kerl, sonst würde ich mal nach ihm suchen gehen. Ich bin immer nicht so gut mit Namen merken. Es ist auch schon in anderen Spielen mehr aufgefallen. Mir entgehen die immer sehr schnell. There was nothing on the podium. A sturdy, dependable podium. Perfect for pounding during less successful sermons. This cabinet was converted into a makeshift Torah ark after the last one was stolen in 1996. The Torah ark was locked up tight. Man kann es verstehen, wenn das Ding mal geklaut wurde. Ist bestimmt auch schweineteuer, so eine Tora. Besides, I didn't want to tempt any vandals in the area. I had no need for the cantor's things. Cantor's lectern contained his prayer book and song notations. Okay, ansonsten gibt's hier nichts Spannendes, aber wir können rausgehen. Machen wir das doch mal. Vielleicht müssen wir einfach mal vorbeischauen. Manhattan Isle, oh, das sieht ja auch sehr interessant aus. Die Lower East Side scheint momentan aber der einzige Ort zu sein, an dem wir irgendwas machen können. Na gut, dann bleiben wir da halt von mir aus. Wir müssen also irgendwie die Shiva jetzt ausrufen. Es wird wohl über den Computer laufen, nehme ich an. Das Problem ist, ich hätte gern nochmal den Namen irgendwo stehen. Das ist jetzt halt ein bisschen doof, weil ich weiß halt nicht mehr, wie der hieß. Ich kann hier auch nur die Mails lesen und keine schreiben, wie mir scheint. Ach, es geht noch weiter nach unten. Siehste mal, das habe ich noch gar nicht gesehen. Was haben wir denn hier? For your network protection needs contact Tomo. Was haben wir hier? Final notice. Due to continuing non-payment, your electrical service will be terminated if the overdue balance of $525.67 is not met by April the 21st. Contact our office if you have any questions. Schön, der Strom ist auch bald weg, also der hat wirklich gar kein Geld mehr gehabt. Seppel at VacoNet. Disappointed. Rabbi Stone, I've tried to have faith in you. But it's obvious that you are becoming increasingly more unbalanced.
You call yourself a Jew? Our people need leaders. Regretfully, Sarah Applebaum. Oh, die Leute waren alle total enttäuscht von ihm. Das klingt schon nicht sehr schön, muss ich sagen. So, und die Bank of New York. Overdraft Notice to Russell Stone. This is to inform you that your account is currently 18... Nein, also Entschuldigung, ich habe gerade eine Zahl zu viel gelesen, eine Ziffer. $1,893.43 into its overdraft. As you are aware, your account only has $1,000 of overdraft protection. Please submit the difference of $893.43 to us within 7 days, so as to not damage your credit rating. Oh, den Kredit überzogen, der Strom kann nicht bezahlt werden. Dem ging's ja richtig übel, Mensch. Okay, die Frage ist jetzt trotzdem, was kann ich tun? Wenn ich hier Lockout mache? Okay, nee, das bringt mir nichts, verdammt. Also nicht so gut. Wie war das? R. Stone und Jenta, ne? Ja. So, sind wir zumindest schon mal wieder drin. Die Frage ist, was können wir denn schauen hier? Ah, Mist. Wenn ich den Namen noch wüsste. Ich mache mal eine ganz kurze Unterbrechung und mache mich nochmal auf die Suche nach Hinweisen und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich dann wieder ein bisschen schlauer bin. Mensch, das ist ja ein guter Start hier. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Weiter geht's. Ich habe nochmal einen Hinweis gefunden darauf, wie der Kerl jetzt hieß, denn hier im Crawlspace können wir nochmal schauen. There was nothing up there I wanted to see, das ist wie vorher, aber es gibt noch einen zweiten Hinweis. The records are cleared out every few years. If I wanted information about Jack Lauder, I'd have to look elsewhere. Jetzt haben wir den Namen also nochmal. Genau danach habe ich eigentlich gesucht. Jack Lauder, gut. Dann schauen wir mal kurz im Computer nach Jack Lauder. Vielleicht steht da ja was drin. Denn angeblich soll die Suche ja auch beinhalten, die Suche nach Mitgliedern der jüdischen Gemeinde. Also werden wir da doch bestimmt was finden. So, searching for Jack Lauder. Da haben wir doch schon zwei Treffer. Jack Lauder, contact information. Wir schauen uns aber erstmal das hier an. Garment District Murder. Jack Lauder of Beth Tikwa was found dead last night in his Midtown office. Victim of an apparent assault by a person or persons unknown. We at Roughnet Express are sympathies, schweres Wort, to Jack's friends and family. Gut. Jack Lauder, 100 Jane Street, Apartment 4E. Genau danach habe ich gesucht. So, ich hoffe mal, du hast das jetzt schon bei dir gespeichert in deinem Köpfchen. Gibt's das bei Clues mit drin? Nein. Also ich hoffe, ich muss es mir jetzt nicht merken, denn ich habe es schon wieder vergessen. Schauen wir mal, ob wir jetzt ein bisschen weiterkommen, wenn wir jetzt rausgehen. Jetzt wissen wir ja, wo wir hin müssen. Ja, sehr gut.